Hallo, liebe Bastler. So, heute habe ich einmal ein paar ältere Stempelsets auf meinem Basteltisch liegen, weil irgendwie muss ich mir ja die Zeit jetzt vertreiben, bis das neue super Produktmedley kommt. Und was ich damit jetzt vorhabe, das verrate ich Ihnen jetzt. Und zwar geht es um das, ich habe eine ganz nette Seniorengruppe, mit der ich immer wieder bastel. Und da habe ich mir jetzt überlegt, wir werden einen Geburtstagskalender basteln. Ganz früher hat es einmal bei Stampin' Up! So zugeschnittene Teile gegeben für sowas. Mittlerweile schon länger nimmer. Und ich finde das aber nach wie vor so nett, wenn man einen Kalender hat, der jedes Jahr gültig ist, weil er keinen Tag zugeordnet hat. Und aber doch alle Tage aufgelistet, so dass man eintragen kann, wer wann Geburtstag hat und somit hoffentlich nicht mehr vergisst, rechtzeitig die Karte loszuschicken. Ich bin ja da so ein Meister, ich vergesse es ja meistens und muss dann schnell nachschicken. Aber meine Karten sind dann trotzdem mit Liebe geschickt, halt ein bisschen später. Wie auch immer, jetzt passiert mir das dann hoffentlich nicht mehr, denn ich bastle einen Geburtstagskalender. Und nachdem ich ja schon mal vor, ich glaube, 3 Jahren oder so, einmal überhaupt so einen Kalender peu à peu gebastelt habe, über das Jahr verteilt, und das damals ganz guten Anklang gefunden hat, habe ich mir gedacht, okay, dann filme ich diesmal mit, weil ich mache ja so einen Prototypen, damit ich meine Damen auch zeigen kann, wie sowas dann ausschaut. Und sie können mir einfach so ein bisschen über die Schulter schauen. Ich lasse das im Schnelldurchlauf durchlaufen mit ein bisschen Musik drunter und ja, erzähle vielleicht im Nachhinein noch was. Heute mache ich jetzt Jänner, Februar, März und irgendwann in den nächsten Videos werden Sie dann einmal die Folgemonate sehen. Viel Spaß beim Zuschauen, ich hoffe, dass es Ihnen gefallen wird und ja, bis später!
Sehen Sie jetzt also die 3 Monate, die ich jetzt einmal vorbereitet habe. Beim Januar habe ich ein kleines bisschen Glanzfarbe zum Schluss noch aufgespritzt, mit ein bisschen Wasser verdünnt. Ich finde, dass das so richtig einen netten, frostigen Effekt macht und es schaut so aus wie frisch gefallener Schnee. Also es wirkt total lieb. Da habe ich noch ein paar Akzente gehabt vom Herbst-Winter-Katalog. Passt da jetzt natürlich perfekt. Und gerade im Jänner, wo es noch so kalt ist und man gerne ein bisschen Schlittschuh fahren geht, da finde ich jetzt das gerade total passend. Im Februar mag man dann ja bekanntlich schon wieder ein paar Blümchen. Irgendwie freut man sich dann, wenn der Frühling schon langsam kommt. Aber man mag noch ein bisschen gedecktere Farben. Also da wäre ich jetzt noch nicht ganz so knallig auf dem Weg. Von daher habe ich mich da entschieden für Lindgrün und Farngrün in Kombination mit Kirschblüte im zweiten Abdruck und Aquamarin im zweiten Abdruck. Farngrün übrigens auch im zweiten Abdruck. Das ist im ersten ein bisschen kräftig genug. Ja, dazu ein paar frostige Accessoires. Ich finde total nett. Ein bisschen blumiger. Mag man ja auch gerne. Und im Februar ist ja Valentin, da passt es mit Blumigen wieder gut. Von daher habe ich mich eben da für so eine Variante entschieden. Und im März ist ja bekanntlich mein Geburtstagsmonat. Da muss bei mir immer ein bisschen lustiger sein. Und ich mag ja total gern so kleine Hunde und ich mag total gern Schildkröten. Und von daher ist das Bella and Friends in dem Fall jetzt für mich gerade total passend. Und ein bisschen so das mit den Paillettenaccessoires so für das Lustige im Monat. Und auch mit dem gelben Luftballon. Irgendwie, ja, mag ich das einfach freundlich haben. Ob es jetzt so ganz passend für März ist, weiß ich nicht. Für mich passt es auf jeden Fall. Ja, wenn ich dann alle 12 Monate fertig habe, dann werde ich das Ganze zu einer Druckerei in Schwarz mitnehmen und werde mir da einfach so eine Ringbindung durchbauen lassen. Wer hat, es gibt ja auch so die Chinch-Bindungen, glaube ich, heißen die, oder wie auch immer, mit dem kann man das natürlich auch gut machen. Ich möchte auf jeden Fall, dass es so unblätterbar ist, weil es sich ja immer wiederholt. Ja, das sind also meine ersten 3 Blätter gewesen. Ich hoffe, dass Ihnen das Projekt grundsätzlich wieder gefällt und würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschauen. Und die Vorlagen zu meinem Kalender stelle ich Ihnen als PDF sehr gerne auf meinem Blog zur Verfügung. Ich habe es einfach mit einem ganz normalen Drucker auf Flüsterweiß ausgedruckt und ja, funktioniert total super, finde ich. Also wenn Ihnen das gefällt, dann bitte sehr gerne noch basteln. Und in dem Sinn wünsche ich Ihnen viel Freude damit und sage Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.